Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuer Red Randomized GG Deluxe mit Grenz. Moin! So, ich gehe jetzt wieder gegen Sabrina. Kuro hat gelevelt, Leute. Laxo ist jetzt auf Level 100. Hat er gedacht, scheiß drauf! Regelverstoß, Wayne. Es steht ja eh schon 5-0, scheiß doch drauf. Malle ist neunmal im Jahr. Ich habe auch Kirlia gelevelt und sie hat sich zu Gardevoir entwickelt. Aber nun gut, ich darf sie ja nicht mitnehmen. So, wir machen mal erstmal einen Donnerschlag hier und gucken mal, was das bringt. Du hast jetzt Ampharos mit, richtig? Ja, genau. Der macht jetzt hier Kadabra. Ist aber auch paralysiert wegen Synchro. Das hatte Kadabra eben noch nicht. Ach nee, da war One-Hit, ne? Stimmt. Ja. Erstmal beschweren. Aber irgendjemand hatte Synchro doch. Ja, Simsala. Und Kadabra haben das scheinbar beide. Der Fridolin möchte kämpfen, Goro. Der Fridolin. Mit einem 33er Slime-Mock. Also soll ich Ampharos jetzt deparalysieren oder was? Oder soll ich hoffen, dass die Attacken durchgehen? Ich will da lieber keine Ratschläge geben. Am Ende bin ich schuld, ey. Mach mal einen Überheiler, sicher. Ich meine, Punkte kannst du mir jetzt eh nicht mehr abdrücken. Du kannst halt nur den Slot freimachen, wenn Izzo stirbt. Darauf geiert der Grenz. Wie funktioniert Seer? Seer kommt dann einfach nach 3 Runden oder so und trifft dann. Ich muss Sean jetzt mal heilen. Ich bin voll auf die Nase gefallen, sagt Fridolin. Weil sie ja dann doch ganz schön reingeklatscht hat eben. Ja, die kommt dann halt auch meistens so unerwartet, finde ich. Ja, ich rechne halt damit, Psystrahl zieht 25 ab, das kann halt nicht so stark sein und dann kommt sie. Und du weißt nie, wann es dich erwischt. Das ist so wie diese random Backpfeifen, die man Leuten mal verspricht. Ja, ich weiß nie, wann es dich erwischt. Schuldig dir ja auch noch ein paar, ne? Hast ein Leben in Angst, Alter. Schuldig dir ja auch noch ein paar. Du mir. Wüsste ich ja, klar. Vier Stück kriegst du noch. Ja. Random. Zum Glück sehen wir uns nie. Das nächste Treffen kommt bestimmt. Netzwerktreffen in Dänemark. In Hamburg können die meins machen, eigentlich. Finde ich auch. Ist auch eine schöne Stadt. Ach. Mackel. Und der nächste. Kommt auch zu denen von Köln kommen und so. Ah, jetzt heile ich mich jetzt nochmal, oder? Würde ich nicht machen. Mach mal einen Donnerschlag. Wirf doch Izzo rein, dass du ohne Dingens wechseln kannst, ohne Sorge. Stimmt, das ist eine sehr gute Idee, Grants. Warum bin ich nicht vorher drauf gekommen? Schnell zum Pokéset. Du hilfst mir ja, was ist denn da los? Oh, Machomai, wieso haben die auf einmal immer... So, Menki, Machomai! Alles klar, ey. Das hat er getauscht, zufällig. Er wollte eigentlich nur Maschok haben. Oh, so, das ist aber ein schönes Maschok. Kann ich das haben? Jetzt ist Simsala drin. Oh, hat er jetzt früher eingewechselt? Nee, ich habe Alana besiegt. Mit Ampharos. Ja? Mhm. Als ob. Nee, ohne Mist, Ampharos regelt gerade. Ich habe aber nur noch ein Heil-Item. Oh. Müsste es einsetzen, wenn Ampharos nicht gleich down gehen soll. Und jetzt hat er noch ein Macholo, Goro. Jo, das Menki, Menki, Macholo, mach mal. Ich habe jetzt alle meine Highlights eingesetzt. Okay. Und er setzt Seher ein, okay. 3 Runden, sagst du. War jetzt geschätzt. Okay. Geh auf Schätzen. Götz ist besiegt. Götz vom Berg, oder ja, was? Ja, da hat überhaupt nichts gerissen, ne? Ich bin Chinese. Ach. Mit vollem Leben von Ampharos, ich bin gespannt. 128 KP. Geht abgezogen. Ampharos ist down, ja. Wow, Alter. Das Pokémon, ey. Okay, Relaxo regelt jetzt. Elektro-Slot frei, ich habe ja auch ein Elektro-Pokémon. Du musst halt auch nur eins rausnehmen, ne? Glaube, ich würde mein Feuerviech rausnehmen, weil ich das irgendwie eh hasse. Wir machen mal einen Body Slam. Wir werden keine Freunde mehr, Tornupto und ich irgendwie. Tornupto und ich, wir werden keine Freunde mehr.
Denn du trägst keine Liebe in dir. Weißt du, ich frage mich gerade. Besiegt. Oh, nice. Der Goraten. Ein lag im Boden. Goraten-Sumpforden, Leute. So, das habt ihr ja vor 2 Folgen alle mal begrenzt gehört hier. Haben EMP4, die auch schon vergessen. Das Seher, Gedankengut. Jetzt trifft dich der Seher noch so. Hat Otz eben getroffen, also, Dings. Aber hat er überlebt? Ja, ja, klar. Ja, so klar ist das nicht. Ja, Relaxo ist ein Tank, Junge. Dann kommt wohl jetzt doch wieder Pikachu ins Team, wa? Hallo, Sie? Wäre ich ja sehr gern dabei, aber Ampharos hätte ich für die nächste Arena halt auch gut gebrauchen können, ne? Wieso? Ampharos ist ein Allrounder. Wer hat denn dir das erzählt? Wer hat denn dir das Ampharos verkauft? Ja, das ist ein Allrounder, den können sie immer einsetzen. So ein Rocket-Rüpel. Ja, genau. Das ist ein ganz feines Pokémon. Das kannst du immer einsetzen, Junge. Okay, alle Orden gehören dir, wenn du dort Ampharos einsetzt. Auch gegen Giovanni musst du es nachher einsetzen. Gerade gegen Giovanni kannst du das einsetzen. Aber der hat doch nur Boden-Pokémon. Egal. Das ist ein Ampharos. Das ist ein ganz spezielles Ampharos, ey. Das ist ein ganz spezielles Ampharos. Oh Mann, wieso ist Smogmog denn so stark? Das kann ganz stark erblicken, Junge. So, es gibt natürlich jetzt ein Problem, ne? Welches denn? Ja, wenn wir unsere Dings jetzt machen hier, hast du ja schon weitergelevelt. Ach so, ja, das ist eigentlich nicht schlimm, oder? Okay, gut, dann, Ja, warte, ich befinde mich gerade im Kampf. Passt mir jetzt gerade nicht so gut. Passt mir gerade nicht so gut. Jetzt will Goro den Random-Shit machen, Alter. Da können wir für die Arena wieder Sachen verbieten, ey. Die nächste Arena steht ja quasi vor der Tür, ne? Aber was möchte ich jetzt machen? Ich möchte mir ein Element sichern. Wo war das denn nochmal? Oh, das ist auch gut hier. Also, Trainer darf ein beliebiges Pokémon des Gegners als besiegt markieren, ist auch sehr nett. Das stimmt. Okay, warte, ich bin auf der Fahrradroute, ich fahre mal eben hier rechts und ran. Dieses, was machen wir denn, wenn Pokémon fangen ist? Weil wir fangen ja jetzt nichts mehr. Doch, kommt doch noch. Wir müssen doch, Obwohl, nee, stimmt, jetzt fangen wir ja nicht mehr. Ja, jetzt dann ist gelitten Kora. Halt. Ist ja so wie mit den Legendären, was ich 3-mal hatte. Oh, okay, cool. Ja, dann. So, warte, ich durfte jetzt anfangen, ne? Hm. Ach komm, ich nehme einfach Giflor, was soll's. Giflor? Giflor hat 22, also 122. Und die 2 steht dafür, der Trainer darf ein beliebiges Pokémon des Gegners als besiegt markieren. Oh! Oh. Bist du im Pokécenter? Ja. Hast du noch ein Psycho-Pokémon? Das geht dich gar nichts an. Ja, wenn ich dir jetzt Izzo wegnehme und das wird ja nichts bringen, wenn du noch eins hast. Kann ich dir so spontan gerade gar nicht sagen. Ich darf ja nicht zum PC gehen. Geh mal zum PC. Soll ich mal nicht. Will ich mal nicht so sein, oder was? Ja, musst du wissen, sonst nehme ich dir ja halt eh ein gutes, ne? Naja. Ist das Psycho hier? Nee. Nee, dann hab ich keins. Du hast kein Psycho? Nee. Lol, dann klau ich dir tatsächlich Izzo. Nice. Hat er mir echt das stärkste Pokémon. Denk halt nur an mich. Boah, da kommt noch ein Rüpel. So, alles klar. Bin ich jetzt dran erstmal, bevor du da dein ja. Shit machst? Oh, es ist schwer. Ich nehme Vibrava. Vibrava. Hat 96. 96? Ja, dann ist es egal. Warum, was wär's? Dürfte dir ein Pokémon verbieten zu fangen. Oh, okay. Schade. Alles zwischen 0 und 3. Also 0 und 3 funktioniert und alles dahinter hat. Achso, wäre egal gewesen, okay. Ja. Gut, dann tausche ich. Tornupto geht raus. Oh, Tornupto geht raus. Und Kilia geht rein. Oh, dann kann ich mir jetzt auch ein neues Pokémon mitnehmen. Siehst du, hat dir sogar noch was gebracht eigentlich. Sogar besser als Dings. Feuer war das, ne? Ja. Da habe ich ja nur eins. Die Leute werden mich jetzt hassen, weil ich Tornupto rausnehme. Die werden mich lieben, weil Vulpix im Team ist. Oh, Vulpix ist süß. Kannst du auch
leveln sogar, du hast ja den Stein. Kann ich leveln und entwickeln und... Aber ganz ehrlich, Tornupto hat mir bisher noch nicht so viel gebracht, dann nehme ich lieber Kirlia mit. Bullpix, nice, nice, nice. Wieso hat das denn keine Glutattacke? Doch nicht so nice, ey. Naja. Trainiere ich offscreen nochmal, es ist Level 20. Was ist das nächste? Koga oder was? Als nächstes kommt Koga mit Gift. Da kann Kelia mir auch gute Dienste leisten, vor allem. Nehmen wir Tauboga mal rein, um zu fliegen. Nein. Willow, Oz, Terra, Rupert, Angelus, Buffy. Alter, was ein Team, Leute, da. Gib mir schon einer ab, ey. Ach ja, warte mal, ich muss das aufschreiben. Ah, ich hab's auch gerade schon aufgeschrieben. Tornupto wird zu... Tornupto hat sich zu Kelia entwickelt. So, und jetzt kommt wieder der Klassiker. Ich werde den ersten Kampf mit Kelia machen und wahrscheinlich wird sie besiegt oder so. Nehme ich ihr so wieder mit ins Team. Ja, das, toll. Das ist... Vulpix ist doch wohl besser als Izzo, oder nicht? Nein, 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 nein. Izzo ist... Außerdem ist Izzo besiegt jetzt. Izzo ist der Shit. Hä, wieso... Achso, ja. Hä, wieso ist er besiegt? Learn to read. Sag, machst mich erstmal nah. Arsch, ey. Ich krieg da nichts für, wenn du so redest. Ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein, ich lösche dich auf Facebook. Zieh Leine, ich bin erschöpft. Lösche dich auf Facebook, das ist direkt meine erste Tat. Die erste gute Tat des Tages. Wieso hat er jetzt direkt 5 Gegner? Missetat begangen. Okay, Smogon Level 25. Sollte Kialer Level 34 doch wohl wegmashen, oder? Finale. Ich mach einfach Psychokinese die ganze Zeit. Jo, locker. Vielleicht reicht sogar eine Konfusion. Hat er noch Smogmog? Nee. Doch, hat er! Hat er! Psychokinese. Hat er. Ist natürlich gut, ey. Willow in der Giftarena, da geht noch einiges. Den mach ich mit Konfusion. Ja, scheiße, jetzt habe ich die ganzen Biker hier auf der Straße besiegt schon. Das wäre natürlich ideales Futter für Gardevoir. Hier gibt's den Zoo wenigstens noch. Goros Folge erstmal nur noch im Zoo jetzt. Was machst du denn da unten jetzt auf einmal so schnell? Ich bin geflogen. Ah, okay. Machst du den Radweg nicht? Ja, aber da nehme ich Relaxo wieder mit. Und dann war ich kurz im Zoo. Kurz. Die Folge ist schon 12 Minuten lang. Ja, hätte ich das gewusst. Aber gut, Ampharos hätte ich ja eh nicht mitnehmen dürfen. Der war ja schon besiegt letztes Mal gegen Sabrina. Und der hat jetzt halt die Arena geregelt. Alleine. Ja. Dann lässt du dich von Koga jetzt auch einmal besiegen und nimmst Ampharos wieder mit. Koga mache ich ja so. Koga machst du im Schlaf, ne? Mit Relaxo im Schlafen. Ja, genau. Okay, der Fahrradweg ist clear. Bei mir noch nicht. Clear Blue. Ich bin grad gegen einen. Dann geh ich mal in die Arena und mach die Knechte. Ja, ich komme auch gleich. Oh, der hat erstmal 5 Pokémon. Was ist das denn für eine? Kann man hier eigentlich irgendwo hinsurfen? Dafür kannst du noch nicht einsetzen. Ja, ich weiß, aber es sieht so aus, als ob, weil da unten ist so Wasser. Oder darf man selbst noch nicht mal surfen auf dem Fahrradweg? Das ist verboten, das steht in den Statuten drin. Also ruft Professor Eichheim wieder an. Hör auf dem Fahrradweg zu surfen, Junge! Und wenn, dann sitzt du mit deinem Fahrrad auf deinem Pokémon drauf. Kannst du gegen meine Spezialtechnik bestehen, Goro? Ist das der mit dem Hypno und Traumado und so? Ach so, ach ja, die haben ja gar keine Gift-Pokémon, ey, das ist so dumm. Traumado 34 sogar. Und Fahrradweg ist nicht so nice, ne? Warum nicht? Also, Relaxo ist das egal alles hier. Die sind auch echt Level, low level alle. Relaxo habe ich dabei, ey, will ich dir das mal? Den hat man sonst aber auch oft im Team. Ja, das stimmt. Sonst ist Relaxo oft. Ist schon ein beliebtes Pokémon. Verstehe ich aber auch. Also Relaxo finde ich auch nice. Psychokinese-Battle machen wir hier übrigens, ey.
Sollst du Heido einsetzen? Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Ja, habe ich dir doch 180.000 Mal gesagt. Habe ich vergessen, das ist schon 5 Tage her. Nee, das ist noch länger her bestimmt. Was ist das denn hier für eine Attacke? Schlafrede. Außerdem ist Willow, muss ich leveln. Benutzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke im Schlaf. Kadabra, ey. Was, warum Kadabra? Aber ich habe keinen Platz mehr. Alter, wieso? Mach doch Schlafrede statt Gena. Aber bei Gena kann ich den Gegner mit einschläfern, ne? Aber wie oft mache ich das? Ich mach mal Schlafrede. Wenn du Schlafrede machst, dann macht er halt Surfer oder oder Dingens hier, ne? Body Slam im Schlaf. Ich weiß nicht, ob Erholung auch im Schlaf geht. Er setzt halt irgendeine Attacke im Schlaf ein. Oder er macht Schlafrede. Er macht Schlaf. Schlafredeception. Bis die AP leer sind und dann macht er Verzweifler auf einmal. Wenn du die Arena fertig hast, hätte ich beinahe gesagt, den Kampf fertig hast. Achso, den habe ich fertig. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da. Wir sehen uns nächstes Mal. Gehe ich ja auch in die Arena. Nice. Haut rein.